Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen heute eine Partie aus dem Emirates FA Cup. Könnte ein tolles Spiel werden. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht. Ein offenes Duell. Alles möglich. Und von daher glaube ich, es wird eine spannende Partie. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Chadlin, Newcastler Platz. Schönes Zuspiel. Klasse Pass! Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Hier ist die Aufstellung von Newcastle United. Im Tor Martin Dubravka. Florian Lüjen spielt neben Jamal Lascelles. Kaeri! Und die Möglichkeit! Den trifft er nicht richtig. Jetzt kommt der Schuss! Gehalten! Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinspringt. Klar, nachdem der Torwart den ersten nicht festhalten konnte, da reagiert er am schnellsten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er spielt auf einer neuen Position, ungewohnte Position, Buschi. Das ist ja immer die Frage, klappt das? Kann sich so ein Spieler schnell umstellen? Kann er sich auf diese neue Rolle einstellen? Und wenn wir ehrlich sind, wir müssen sagen, das klappt. Das kann er, das macht er richtig gut. Es gibt ja Spieler, die können eigentlich nur eine Rolle, nur eine Position. Aber dann gibt es auch die, die unglaublich flexibel sind. Die können mehrere Rollen ausfüllen. Lorenzo Pellegrini! Gute Szene, aber der geht vom Außenpfosten ins Tor aus. Azu. Lejeune. Sieht vielversprechend aus. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass. Elia! Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Er geht in den Strafraum. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Richie. Chadlin. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Jordan Osorio. Das könnte was werden jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Jemals. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Toller Pass. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Ein ganz starkes Tor und überragend vorbereitet. Ah, sehr gut gespielt. Und die Direktabnahme ist dann technisch sauber. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt wird's gefährlich. Macht er gut. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Jetzt der Ballverlust.
Was macht er draus? Und das ist der Ballverlust. Hier ist was los, Buschi. Ja, Wolf, man versteht sein eigenes Wort kaum. Man merkt, welchen Stellenwert der Fußball hier hat. Die Fans gehen mit ohne Ende. Das ist noch gefährlich. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Die Ecke kommt. Entschlossen geklärt. Chance zur Flanke jetzt. Lorenzo Pellegrini. Caeri. Er passt auf und... Kein guter Abschluss hier. Lorenzo Pellegrini. Ricci. Jonathan Caeri. Da erobert er den Ball. Jamal Lascelles. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Chance zum Konter jetzt. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Yilmaz. Gute Aktion jetzt. Da kommt die Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können. Einfacher Ball hier für den Torwart. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis. Wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. Sonst macht man es sich selbst schwer. Und das erleben Sie heute. Guter Pass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Lorenzo Pellegrini. Elia. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt ist die Kugel weg. Lorenzo Pellegrini. Da entscheidet er auf Vorder. Lorenzo Pellegrini. Das war nix. Der Schuss geht deutlich drüber. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten. Macht das genau richtig. Elia. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Azu. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Da verlieren sie den Ball. Schönes Zuspiel hier. Achtung jetzt. Die Riesenchance. Sie machen ja heute nicht ihr bestes Spiel. Wissen Sie selbst. Aber egal. Führung. Ja, sie liegen vorn. Ballbesitzwerte hin oder her. Alles egal. Der Jubel ist riesengroß. 2-1. Hier ist noch alles drin. 3 Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2-1 der Pausenstand. Der Schiedsrichter pfeift an, die 2. Hälfte läuft.
Sie verlieren den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Und die Situation ist wieder bereinigt. Sebastian Szymanski. Ja, sie können erstmal klären. Yilmaz! Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Vor dem Spiel sind die Berichte reingekommen. Real Madrid hat den Zuschlag erhalten. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ecke kommt rein. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Verteidiger ist dazwischen. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Wenn sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Ecke kommt ins Zentrum. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Saint-Maximin. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Oh, toller Pass, gute Aktion. Da schickt er den Mitspieler. Da ist die Flanke. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Alain Saint-Maximin ist hier immer noch am Ball. Der ist zu hoch, keine gute Hereingabe. Elia. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Ja, mit viel Übersicht. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Le Schön. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Lorenzo Pellegrini. Na, jetzt müssen sie aufpassen. In den freien Raum. Kann er was draus machen? Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Azu. Lorenzo Pellegrini. Ballverlust. Was macht er draus? Flanke jetzt. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jadlin. Alain Saint-Maximin. Jetzt kann er die Flanke bringen. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Miguel Almirón. Oh, da wäre jetzt Platz.
Der muss doch sitzen, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ärgert sich der Trainer. Unglaublich, was für eine Chance, was für eine Riesenchance. Super dieses Zuspiel. Ja, könnte was werden. Ball kommt in die Mitte. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Oh, er kann klären. Wahnsinn. Die Yilmaz. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Die Gäste werden wechseln. Ja, schwacher Ball hier. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Azu. Lorenzo Pellegrini. Azu. Und da ist der Ball wieder weg. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Yilmaz. Und er pfeift. Freistoß. Newcastle bringt einen neuen Mann. Es gibt den Wechsel. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. So, bringt er den Freistoß direkt. Das ist eine erhebliche Distanz. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Klasse Pass. Das war die Chance, um die Führung auszubauen. Saint-Maximin. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schönes Zuspiel hier. Kann er was draus machen? Jetzt die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Schuss kommt nicht durch. Ecke kommt rein. Und die Situation geklärt. Saint-Maximin. Azu. Guter Zweikampf. Fängt diesen Ball ab. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Was macht er draus? Weg ist der Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Chance vorbei, der Ball ist im Tor aus. Der Schiedsrichter beendet dieses Spiel, es bleibt also beim 3:1. Just a couple of questions for you.
That'll be all. Thank you.